Servus und hallo, gerne ist wieder der Marti und wir zocken den Football Manager 23, unsere FC Bayern Story. Heute geht es ja in der Liga. Es geht in der Liga gegen Borussia Mönchengladbach. Die sind in drei Spielen mit 3 Punkten in die Saison gegangen. Vor mir hier liegt der Kater. Ja, der ist jetzt bockig. Die Gladbacher haben gegen Hoffenheim 1:1 gespielt, gegen Schalke 1:1 gespielt und gegen Hertha 3:3 gespielt. Also, ja, komm her. 3 Spiele, 3 Unentschieden. Seit unserer letzten Begegnung ist einiges passiert. Du musst den Kater nicht schmusen. Gnabry darf jubeln. Der Trainingsplan, die Nachanalyse, hier sehen wir es. 1,37er XG-Wert, nein, schmeißt da wieder meinen Stift runter. Das Datencenter haben wir schon. Die wöchentliche Zusammenfassung Tell auf Kurs, ja, bemerkenswerte Ereignisse. Also, bei seiner Laie macht er die Sache, macht er seine Sache wirklich sehr gut, der Mathis Tell. Das wöchentliche Mitarbeitertreffen haben wir schon gemacht. Justin Janicek möchte ausgeliehen werden. Also gut. Transferstatus auf halt Leihvertrag möglich. Ja gut, das haben wir ja schon. Blöd. So, jetzt kann ich das Multimikro wieder hier herstellen. Vielleicht gibt es ja da noch was. Schmidt kommt zu uns. Leistungsanalyst, die Gladbacher, Scouting-Update, wir haben wie gesagt im Moment keine Möglichkeit da oder kein Geld. In der Elf des Tages waren Gnabry, Kimmich und Manuel Neuer. Die Transferfrist endet in einer Woche, das Transfer-Meeting habe ich auch schon abgehalten. Leihliste. Vertragsverlängerungen, Nick Salihamidzic, den kennen wir ja alle. Wir erhalten 14,8 Millionen. Spielerentwicklung. Also, wir loben den Manu. Den Serge. Machen sie genauso weiter. Und auch der Kimmich. Karabec verletzt. 3 bis 4 Wochen. Alter Schwede. Champions League Auslosung. Ja, wir spielen mit Sevilla, dem SSC Neapel und Trabzonspor. Also grundsätzlich mal ja, leichte Gruppe, machbar. Ratschläge zur Aufstellung gegen Gladbach, also der Trainerstab schlägt mir vor, Masraoui für Pavard und Upamecano für De Ligt. Das machen wir so. Ich werde übrigens ab jetzt nur die Top-Spiele mir live ansehen und die anderen in die Schnellsimulation nehmen. Lewandowski löst bald das Inkrafttreten der Klausel aus. Okay, da gibt es also ein bisschen Geld für uns. Gladbach 15. Also wie gesagt, gegen die Top 3, vielleicht gegen die Top 5, die Spiele schauen wir uns natürlich live an. Die anderen Partien an diesem Spieltag sind ja Hertha gegen Dortmund, Leipzig gegen Wolfsburg, Mainz gegen Leverkusen, Hoffenheim gegen Augsburg, Schalke gegen Union Berlin, Bayern eben gegen Gladbach und am Sonntag dann Stuttgart in Köln und Bremen gegen Frankfurt. Leipzig gegen Wolfsburg, das ist natürlich ein spannendes Spiel. Das Topspiel, unsere Partie gegen Gladbach, hätte eigentlich auch ein Topspiel sein können, ist es aber nicht. So, dann geht's los. Goretzka wieder im Training. Unsere U19 spielt gegen den KSC, die Karlsruher U19 2:1.
So, Kimmich fit, Masraoui fit und der Leon Goretzka ist auch fit. Die anderen Partien, unser Spiel ist ja die Abendpartie. Mainz schlägt Leverkusen 1 zu 0 und ist jetzt Vierter. Leverkusen auf Platz 12. Schalke Union Berlin 3 zu 0. Schalke Zweiter. Zweimal Terodde. Hertha gegen Dortmund 2 zu 2. Kanga und Maolida für die Berliner. Bei Dortmund trafen Bellingham und Adeyemi. Leipzig schlägt Wolfsburg 2 zu 0. Olmo und Nkunku mit den Toren. Und der FC Augsburg gewinnt in Hoffenheim 1 zu 0. Torschütze Caligiuri durch einen Elfmeter. Damit sehen wir jetzt, dass Mecha mit 5 Treffern vor Adeyemi, der hat ja schon getroffen heute, 4, und auch Terodde von Schalke hat 4 Treffer. Schnitt Gladbachs Player 7,63, ebenso Forsberg und Wimmer. Kiki wird jetzt dreimal zu 0. Das freut mich für die Augsburger. Das alte Augsburger-Fan. Da setzt mal gar nichts um. Teamauswahl, da werden wir jetzt nochmal schauen, was schlägt uns der Topmöller vor. Ja, er lässt die aufstellen so. Das heißt, Neuer, Hernandez, Upamecano, Masraoui, Davis, Kimmich, Sabitzer, Coman, Müller, Musiala und Mané. Und auf der Bank sitzen Ulreich, De Ligt, Gravenberch, Gnabry, Stanisic, Sané, Choupo-Moting, Pavard und Dorsch. Jetzt gehen wir hier auf Sofortergebnis, haben natürlich keinen Matchplan. Und 5 zu 2 Sieg gegen Gladbach, überragend. Halbzeit noch 2 zu 2. 21. Minute Sabitzer mit einem Elfmeter, das 1 zu 0 für die Münchner. Dann ist es Musiala in der 23. das 2 zu 0. Jonas Hofmann dann mit zwei Treffern zum Ausgleich zur Halbzeit. Also 2-0 Führung haben wir erstmal wieder verspielt. Dann ist es nochmal Musiala in der 54. zum 3 zu 2. Kimmich dann in der 88. zum 4 zu 2. Und Sadio Mané in der Nachspielzeit zum 5 zu 2. Gelbe Karten gab es bei uns für Sabitzer, Davis, Hernandez, Musiala und Masraoui. Mehr vom Spiel hatten Gladbach, 53%. Noten. Neuer 6,6, Masraoui 6,4, Upamecano 6,3, Hernandez 6,7, Davis 7,2, Sabitzer 6,9, Kimmich 7,8, Coman 6,7, Müller 6,8, Musiala 8,1, zwei Treffer, Mané 7,4. Okay, damit kann man leben. Hier sehen wir uns nochmal die Zusammenfassung. Diverse gelbe Karten, muss ein ziemliches Knüppelspiel gewesen sein. Nach dem Spiel die Pressekonferenz, da nehmen wir noch schnell teil. Ihr Mannschaft hat heute viele Karten gesammelt. Ich möchte dieses. Einfach nur behauptet. Was war das nicht ein besonderes Tor von Kimmich? Ja, war super. Musiala ganz stark. Hoffmann Top-Leistung. Er ist ein Top-Spieler. Einsatz technischer Hilfsmittel. Viele technische Möglichkeiten. Über den Schiedsrichter will ich nicht sprechen. Farke 1 auswischen. Nee. Eine Momentaufnahme. Können Sie uns Einblicke in Ihre taktischen Gedankenspiele geben? Warum lassen Sie auf diese Art und Weise spielen? Es gibt zu viele Gründe, um das jetzt zu diskutieren. Nein. Immer mehr Fans sind von Ihrer attraktiven, passorientierten Spielweise begeistert. Ich mag Ballbesitz. Naja, so viel haben wir jetzt eigentlich gar nicht gehabt in dem Spiel. So, ablehnend, gleichgültig. Naja, gut. So, da la. Damit der vierte Spieltag in den Büchern und wir haben 10 Minuten gleich rum. Jawohl, das passt genau für die Länge des Videos. Ich möchte nochmal auf den zweiten Safe Game Spielstand verweisen, mit den Wanderers in der 10. englischen Liga auch auf dem Kanal zu finden. So, das war's jetzt. Passt auf euch auf, bleibt eurer Linie treu. Servus und bye bye.